Aus Sicht der Wirtschaft ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir je schneller, je leistungsfähiger Breitband für unsere heimische Wirtschaft benötigen. Ein leistungsfähiges und ein sehr starkes Breitband-Internet ist wie eine Lebensader für die Unternehmer in einer digitalen Welt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir hier auf einem guten Weg sind, dass wir aber tatsächlich aber doch noch einen Aufholbedarf haben. Und wenn man sich global anschaut, es gibt jetzt im Moment ein ganz großes, heißes Thema, das ist das Thema der KI. Und ich glaube, wir müssen hier sehr stark auf das Thema der digitalen Souveränität auch setzen. Was meine ich damit? Amerika und China, wir sind hier mitten drinnen wie in einer Sandwich-Position. In Amerika, die großen Tech-Unternehmen investieren Milliarden in die KI. Auch in China darf man das nicht unterschätzen, welchen Stellenwert die Entwicklung der KI schon hat. Und wir in Europa hinken hier hinterher. Daher ist es, glaube ich, erforderlich. Es gibt viele Talente auch in Europa. Es gibt viele Talente auch in Österreich, die hier etwas beitragen können, um hier auch ein gewisses Pendant zu Amerika, was die Entwicklung der KI anbelangt, zu liefern. Wir müssen hier mehr in Wissenschaft und Forschung investieren und vor allem, und das ist mein oder unser Appell, die Kräfte, die wir hier haben, entsprechend zu bündeln, um auch langfristig hier bestehen zu können.